Hi Leute, schön, dass ihr einschaltet zu einem neuen Video von mir über Helldivers 2. Um es mal ganz kurz nochmal auf den Tisch zu bringen für uns alle, der aktuelle Generalbefehl lautet, dass wir Tien Quan unbedingt befreien müssen, um 50 Medaillen abzustauben. Also eine ganze Menge Stuff hier, was wir bekommen können. Und ihr seht, 2 Tage und 2 Stunden bedeutet am Sonntag, den 10.03. um 14 Uhr, meiner Rechnung nach, sollte der Generalbefehl enden. Wenn ihr hier auf der Übersichtskarte seid, müsst ihr hier rein in diesen Sektor und hier Tien Quan auswählen. Ihr seht 92% schon Progress. Ich glaube, das sieht gut aus, dass das geschafft wird und 50 Medaillen eingesackt werden. Aber auf jeden Fall rein da und die Dinger platt machen, auf jeden Fall. Das ist allerdings nicht alles, was ich heute für euch dabei habe im Video, sondern auch noch ein paar News drumherum. Als erstes besprechen wir ganz kurz, wie ihr hier im Hintergrundvideo schon sehen könnt, die Mech-Suits sind jetzt im Spiel und hier seht ihr eine kurze Szene, einen kurzen Ausschnitt, dass ihr solche Dinger hier finden könnt. So sieht es zum Beispiel aus an so einem kleinen Lager und hier anscheinend die Möglichkeit, einfach so ein Ding zu besteigen, also zu besteigen, einzusteigen ins Ding, sagt man. Und dann hier jede Menge Spaß zu haben, denke ich mal. Ich habe noch keinen gefunden, bin mal gespannt, wann es bei mir soweit ist. Lasst mir gerne euer Feedback da, wie ihr diese Mechs findet. Habt ihr darin Spaß oder nicht? Dann kommen wir noch ganz kurz auf mein letztes Video zu sprechen, wo wir über die Nerfs gesprochen haben, beziehungsweise allgemein auch über den Patch, was es Neues gab in Helldivers 2. Und hier lasse ich euch einfach mal ganz kurz durchlaufen, was so genannt wurde, damit ihr einen kurzen Überblick bekommt, was so das Feedback war. Nachdem ich alles durchgelesen habe, habe ich den Eindruck, dass eine Mehrheit zumindest da ist bei mir unterm Video, Leute, die es supporten, was hier gemacht wurde, dass diese Nerfs stattgefunden haben, einfach weil es eine Meta gegeben hat, die letztendlich dazu geführt hat, dass das Teamplay auseinandergebrochen ist, dass Leute nicht mehr mitgenommen wurden, weil sie dieses Equipment nicht dabei hatten und so natürlich auch dieser Koop-Multiplayer-Gedanke komplett für den Arsch war, sagen wir es mal so. Und wenn ich es von dieser Perspektive betrachte, muss ich natürlich sagen, ich finde es auf jeden Fall gut, dass sie was gemacht haben, weil wenn natürlich der Zusammenspielgedanke flöten geht, wenn es so ein Verhältnis gibt und es einfach ein paar overpowerte Waffen gibt und man rausgeschmissen wird, weil man nicht diese overpowerten Waffen dabei hat, dann ist das natürlich für den Grundgedanke von dem Spiel ein Riesenproblem. Wie man das dann angeht, darüber denke ich, kann man sich streiten, aber ich denke auch, es wird ja nicht das letzte Update gewesen sein. Wie sich das noch einpendeln wird mit der ganzen Geschichte, steht noch aus. Und das ist jetzt einfach mal der erste Schritt gewesen und einige haben auch schon unten drunter geschrieben gehabt, dass sich das eigentlich positiv ausgewirkt hat, weil jetzt die Leute auch auf andere Waffen umsatteln und es wieder ein ausgewogeneres Verhältnis gibt bei der ganzen Sache. Was denkt ihr aber noch dazu? Lasst mir gerne eure Meinung da, falls ihr denkt, das ist ein komplett falscher Ansatz oder das hat gar nichts gebracht oder. Das nächste tolle Update ist natürlich das neue Update, was in Helldivers 2 erscheinen wird. Neue Armor-Sets, hier werden sie vorgestellt. Ich finde, sieht cool aus. Ich habe mich auch darüber gefreut, dass ich eigentlich mein Star Wars Stormtrooper mal irgendwie verwirklichen kann in diesem Game. Und des Weiteren seht ihr hier auch, dass hier noch zusätzliche Schusswaffen hinzukommen und die werden auch gleich präsentiert. Klingt auch ziemlich nice, wenn ihr den Sound mit einschaltet beim Trailer, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Sieht cool aus. Hier noch ein Punisher Plasma Gun. Neue Capes, auch immer eine feine Sache. Hier eine Handfeuerwaffe, Dagger. Sieht auch spannend aus. Eine Stun Grenade gegen die Roboter. Und das ist auf jeden Fall mal eine gute Sache, denke ich, dass wir hier relativ schnell, nämlich am 14. März, wie ihr seht, ein Update bekommen, wo einfach neues Zeug dabei ist. Und deswegen auch, worüber wir vorhin im Video gesprochen haben, diese Generalorder, die es gibt, dass man sich diese ganzen Medaillen einsacken kann, damit man nämlich auch sich dieses Zeug erspielt. Deswegen natürlich sehr gut, dieses große Ziel momentan zu verfolgen, denn dann kann man wahrscheinlich sich aufsatteln, dass man weiter nach vorne kommt, um dieses Zeug sich auch so durch den Spielfortschritt sichern zu können, was ich persönlich für eine sehr gute Idee halte, das ganze Ding so anzugehen. Premium Warbond Cutting Edge heißt das ganze Ding. Dann vielleicht noch kurz das Update zum Schluss für euch, dass sich auch der Chef zurückgemeldet hat von Arrowhead Games, meines Wissens. Ich kann gerade leider nicht auf Reddit, weil das Ding gerade down ist und nicht lädt, komischerweise. Zumindest bei mir hier funktioniert es gerade nicht. Er hat sich geäußert und hat gesagt, dass er sich für entschuldigt,
was die Mods oder ein Mod zumindest da vom Stapel gelassen hat auf dem Discord. Falls es andere Mitarbeiter gab, die noch irgendwas Komisches dazu kommentiert haben, was wir letztes Mal im Video dabei hatten. Das soll so nicht sein und sie werden sich darum kümmern, dass das nicht wieder vorkommt und den Mitarbeitern quasi nochmal ins Gewissen reden, wie das Unternehmen nach außen zu repräsentieren ist. Ich denke, es war auch keine gute Idee, irgendwelche Kommentare dazu zu machen, denn das ist ziemlich brenzlig, wenn das ein Entwickler tut, dass das andere Spieler tun, ist natürlich völlig klar. Aber von einem Entwicklerstudio, glaube ich, muss man aufpassen, was man einfach macht. Es wäre wahrscheinlich besser, wenn sie danach gucken, dass das nicht nochmal vorkommt. Und in diesem Sinne, Leute, ich denke, das sind erstmal coole News. Wenn die Generalorder erfüllt wird, sind einige Medaillen erspielt, um sich neues Zeug leisten zu können. Und ich halte euch natürlich gern weiter auf dem Laufenden. Lasst mir unten einen Kommentar da, ein Like und so weiter. Falls euch meine Videos gefallen und ihr mehr Content zu Helldivers 2 von mir haben möchtet, sagt gerne Bescheid. Und dann sehen wir uns bei einem anderen Video bald wieder. Leute, macht es gut und ciao.